Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Drachengesang. Ja. Mal kurz in unser Journal gucken. Nach dem Ardus Mördersuch. Hilft uns jetzt nicht viel weiter. Wir haben noch eine Nebenquest für Dilbrak gekriegt, die wir vorher machen sollten. Dafür müssen wir wieder nach Fuhrmannsheim rüber. In die Taverne, wo wir Gladys gesucht haben. Ja. Achso, das ist der Händler Rappelbusch hier, den wir da angezeigt kriegen. Ja, der Bootshändler. Einfach die Händler hier am Hafen. Mit ihm können wir nichts anfangen. Ja, Priorsplatz. Burmansheim ist hier drüben. So, und wir müssen rüber zur sanften Sau, genau an einem anderen Ende der vom Fuhrmannsheim. Folgt mir. Jetzt kann wahrscheinlich immer noch keine Kisten. Wobei die Truhen bei den Marktständen wahrscheinlich eh verdammt gut gesichert sind. Und im Allgemeinen sieht es nicht so aus, als ob die Fässer respawnen. Ja, so, Kamera. Ja, und Vierfinger Salm müsste der mit der Kiste sein. Was ist? Ja, ihr da, seid ihr Vierfinger Salm? Wer will das wissen? Also seid ihr Salm. Ich bin im Auftrag von Captain Lando Dilbrak hier. Ihr habt euch etwas, wie soll ich sagen, ausgeliehen, was er wieder zurückhaben möchte. Haha, du hast den Schnaps noch nicht zurückgebracht? Schnaps? Nein, Goldzahn habe ich noch nicht und jetzt halt die Klappe. Also was ist so das Eigentum des Kapitäns? Naja, wenigstens hat der alte Flussgips diesmal gleich einen Lakaien geschickt. Nun muss ich das Zeug wenigstens nicht selbst zurückschnippen. Was soll das heißen? Immer mit der Ruhe, wenn ich das Fässchen rausrücken soll, will ich wenigstens meinen Spaß haben. Wir machen es so. Wenn du mich in einem Kartenspiel besiegst, bekommst du die Backsfusel zurück. Na, bist du dabei? Wenn es sein muss, dann spielen wir eben euer Spiel. Gut, dann erkläre ich dir eben, wie das Spiel geht. Pass auf. Bei diesem Kartenspiel kommt es darauf an, drei Kreuze in einer Reihe zu bekommen. Dann hättest du gewonnen. Wenn ich drei Kreise in einer Reihe kriege, habe ich gewonnen. Wir ziehen abwechselnd. Die Karten müssen entweder in gerader oder in schräger Linie liegen. Alles verstanden, wir fangen an. So, jetzt Ruhe, kein Mucks mehr. So, dann los. Ich halte dir die Schwester schon vom Hals, fix zum Glück. Das Spiel beginnt. Tic-Tac-Toe mit Karten. Thank you.
Okay, unentschieden. Was ist? Schau dich so düster an. Man kann halt nicht immer mit Pfingstens Gunst stehen. Nutze aber schön Grüße. Ich will noch ein Spiel. Haha, wenn du glaubst, dass du mich besiegen kannst, bitte noch ein Spiel. Ruhe jetzt. Kein Wuchs mehr. Ich hatte die Schwester schon von Hals. Fängst zum Glück. So. Also ich hab's falsch verstanden. Das Spiel ist einfach richtiges Tic-Tac-Toe. Darunter sind keine Karten besonders verborgen. Aha. Ich mach's nur falsch, glaube ich. Ja, ja, noch ein Spiel. Zum Glück kostet mich das kein Gold oder ähnliches. Okay, Mist, wieder ein Unentschieden. Ja, das kennen wir alles schon. Ich glaube, gegen eine AI kriegt man im besten Fall nur ein Unentschieden hin. Vor allem, wenn man in der Mitte anfängt. Ich glaube, ich darf ihm am Anfang nicht seinen Dings kaputt machen, auf jeden Fall. Ja, ich muss hier. Sonst macht er zu. Das ist gemein.
Man kann das irgendwie gewinnen. Das Problem ist, er nimmt immer die Mitte. Die Mitte darf er nicht nehmen. Wir sehen uns wieder. Ich kann es kaum erwarten. Okay, gibt es hier irgendwas? Gewinne das Kartenspiel. Es gibt Dinge, die einem wohl einfach nicht erspart beim. Dieser Vierfinger-Salm seine Beute nicht herausrückt, bevor ich ihn nicht in einem sonderbaren Kartenspiel besiegt habe, werde ich wohl kaum das tun. Werde ich wohl da genau das tun müssen. Laut seiner Erklärung. Geht es für mich, drei Kreuze in einer Reihe zu bekommen? Dabei ist es gleich, ob diese in einer geraden oder schrägen Linie liegen. Also ja, es ist Tic-Tac-Toe gegen eine KI. Aha. Versuchen wir es mal mit ein bisschen Vorausdenken. Wenn ich jetzt die Mitte nehme. Ups. Das habe ich jetzt übersehen. Also nochmal, das ist richtig. Das klingt, glaube ich, am besten. Da macht er nämlich genau das Gegenüber. Ich kann die Mitte nehmen. Ah. Wenn ich aber den hier nehme, nimmt er den da. Ja. Wenn ich den nehme. Nimmt er den. Wenn ich jetzt die Mitte nehme. Ja, da nimmt er den. Okay. Jetzt hat er mich ausmanövriert, hä? Nimmt den. Dann nimmt er den. Dann nehme ich mal den hier. Mal gucken, was nimmt er dann. So, und jetzt hat er es mir schon verbaut. Ich habe auch ihm. Okay. Muss ich doch mit einer Ecke anfangen? Hm.
bringt auch nichts. Jetzt macht er hier zu und ich kann nur die hier nehmen, wieder auf den Unentschieden. Oh Mann, das dauert ewig.